Ja, grüße dich. Heute ist Mittwoch. Das heißt, heute gibt es einen neuen 1 Minute Beweglichkeitsflow. Und heute geht es hier so unter dein Schulterblatt um den Bereich. Da lösen wir heute das Gewebe. Also alles, was so mit deinem Schulterblatt auch da zusammenhängt. Da habe ich in letzter Zeit dir schon mehrere Videos hier auch an die Hand gegeben, weil das Schulterblatt halt wirklich auch eine wichtige Schnittstelle sozusagen für die Brustwirbelsäule einfach ist, ja. Und wenn das nicht beweglich ist, wirkt sich das auf deine Schulter aus, auf deine Brustwirbelsäule, auf dein Wohlbefinden, auf deinen Nacken. Also es wirkt sich auf sehr, sehr viel aus, die dich daran hindern, eine gute Lebensqualität zu haben. So, darum geht es heute. Aber vorab erstmal nochmal vielen, vielen Dank für Samstag, dass ihr alle so dabei wart und Fragen gestellt habt, für den einen oder anderen, der nicht weiß, was ich meine. Samstag habe ich ja den Livestream gehabt, um mich quasi bei euch zu bedanken für die 10.000 Abonnenten, die ich ja mittlerweile auf diesem Kanal habe, was ich sehr, sehr toll finde. Aber in meinen Augen immer noch zu wenig, weil ich finde, diese Übungen hier, die ich immer zeige, die müssen einfach noch viel, viel mehr Menschen erfahren. Nicht, weil ich ein Ego-Problem habe, so nach dem Motto, oh, ich brauche jetzt ganz viele Abonnenten, damit ich ein toller Hecht bin. Nein, darum geht es hier gar nicht. Es geht hier um dich und ich weiß einfach, wie gut die Übungen den Menschen tun, die sie machen. Ja? Und dass es quasi für diese Menschen einen Ausweg aus ihren Problemen gibt, den verrät ihnen halt oft leider nur keiner. Aktuell, ich habe heute Morgen eine Nachricht, eine Videonachricht von meinem Kumpel, den ich seit Kindergartentagen kenne. Der wohnt nun nicht hier, wo ich jetzt wohne, weil hängt mit dem Hintergrund zusammen, dass ich ja mal vor oder 2006 da weggezogen bin, wo ich quasi groß geworden bin und meine Kindheit erlebt habe. Jedenfalls, mein Kumpel hatte im Februar rum drei Bandscheibenvorfälle im Lendenwirbelbereich. Und er hat immer nie, also ich habe ihm das sogar mal prophezeit vor ein paar Jahren. Aber wie das immer so ist, ja, das will man immer nicht so hören, wenn es einem gut geht. Und dementsprechend war es jetzt dann dazu gekommen. Und da hat er mich kontaktiert und hat gemeint, Tobias, kannst du mir helfen? Ich hatte, natürlich kann ich dir helfen. Und da habe ich ihm ein paar Tipps gegeben. Er hat mein Remove Your Body Programm geholt und das hat er gemacht. Und das Endresultat ist schon nach jetzt, also nach der kurzen Zeit, ist keine 2 Monate, er ist ja komplett schmerzfrei und kann wieder die Dinge tun, worauf er Lust hat. Ja, mit seinen Kindern spielen, er kann wieder Auto fahren, was nicht ging. Und was will ich damit zeigen? Dass er hat schon Therapie alles gehabt und es hat nicht angeschlagen. Und diese Übungen haben ihm geholfen, beweglicher zu werden, den Druck auf seinen Bandscheiben zu reduzieren und vor allem seine Fehlbelastung wieder wegzubekommen. Und das erreichst du mit diesen Übungen. Und deswegen müssen einfach viele Menschen von diesen Übungen erfahren. Und deswegen, wenn du Übungen gut findest hier, die dir richtig gut tun, dann teile sie einfach mit ganz vielen Menschen. Drück auf Teilen unter diesem Video, kannst du über WhatsApp, über Facebook, was auch immer, Instagram, teile sie, wie gesagt, damit möglichst viele Menschen davon erfahren. Okay, dann geht es jetzt direkt zur heutigen Übung. Schulterblatt, habe ich ja gerade gesagt. Und da geht es darum, ich bin auch schon öfters angeschrieben von Tobias, hast du Übungen, wo man mit die Verspannung, Verklebung unter dem Schulterblatt lösen kann. Und da, klar, habe ich ganz viele Übungen hierfür, vor allem diese Übung hier, Top-Übung dafür. Aber es gibt noch eine andere, die ich noch nie gezeigt habe hier, die aber auch sehr gut ist. Und dann folgendermaßen, die zeige ich dir jetzt und dann kennst du das Spiel, machen wir das 1 Minute lang. Weil es 2 Seiten sind, 30 Sekunden auf der einen, 30 Sekunden auf der anderen Seite. Und zwar, das musst du einmal deinen Arm, deinen Unterarm, hinten auf den Rücken verschränken, sodass deine Schulter hier reindreht. Wenn deine Schulter reindreht, dann siehst du hier bei mir, kommt das Schulterblatt, kommt so von der Wirbelsäule weg. Und dann wird das alles langgezogen, was so unterm Schulterblatt ist. Das fasziale Gewebe, die Muskeln und die lockern sich dann. Und das reicht aber jetzt noch nicht. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt drehen wir die Schulter noch mehr nach vorne rein und drehen uns mit dem Oberkörper, also mit der linken Seite, so leicht nach vorne rechts, so, zack, und wippen da so ein bisschen rein, so 2, 3 Mal, kommen wieder hoch und ziehen die Schulter hier nach hinten und wippen da auch 2, 3 Mal rein. Und jetzt kommt die Gegenbewegung hier. Wir nehmen den rechten Arm und gehen da nochmal mit nach links.
Jetzt klappen wir hier wieder nach vorne und der rechte Arm dreht hier nach rechts, dass ich hier die Rotation noch mit ausnutze und den Arm deswegen hier noch strecke, damit möglichst das fasziale Gewebe und hier bam, 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 bam. Ich zeige das jetzt, ich drehe mich einmal rum, damit du da mal alles siehst. Da siehst du hier mein Schulterblatt, wie das hier, ja, hier weggedreht ist. So, und du siehst hier, diese Bewegung machen wir letztendlich. Nur hier, wir wippen da rein und jetzt kommen wir hoch. Und das machen wir linke Seite und rechte Seite. Jetzt kann es passieren, dass du den Arm nicht so dahin bekommst, weil du vielleicht in der Schulter nicht beweglich genug bist. Dann musst du unbedingt da was tun. Definitiv. Also nimm das da nicht so hin. Also wenn du mir jetzt schreibst, du bist, was soll ich machen? Ich kann hier nicht, ich komme da nicht. Mach Schulterübungen. Findest du auf diesem Kanal auch ganz, ganz viele. Ansonsten, wenn du eine glasklare Anleitung haben möchtest, damit du das hier auch irgendwann so schaffst, wenn du es nicht schaffst, hol dir mein Schulterprogramm. Link packe ich in die Beschreibung mit rein. Kriegst du für sehr, sehr faires Geld. Ist dann auch für immer deins, ist kein Ablauf, nichts dabei. Also hier, ja, und dann machen wir das. Ja, also das ist wichtig. Du musst den Arm auf jeden Fall hier hinter bekommen, damit du dein Schulterblatt hier. Ansonsten, was, du kannst so ein bisschen tricksen, aber das Schulterblatt wird nicht so weg von der Wirbelsäule kommen, wenn du den Arm hinter den Kopf, also hinter den Kopf, hinter den Rücken so verschränkt. Du kannst natürlich auch einfach die Schulter hier einfach nach vorne. Na, dann siehst du auch hier, dass das Schulterblatt weggeht, aber es kommt nicht so raus, also es wird nicht so angehoben. Das ist halt normal der Effekt, der entsteht, wenn ich hier den Arm nach hinten verschränke, weil die Schulter macht eine Rotation nach vorne und dann wird das Schulterblatt sozusagen angehoben und alles, was darunter ist, wird fluffiger, beweglicher gemacht. Und das befreit dann deine Brustwirbelsäule. So, jetzt machen wir das Ganze eine Minute lang. Ganz das Spiel ja hier. Und also 30 Sekunden auf der Seite, 30 Sekunden auf der anderen Seite. Ich fange jetzt mal mit rechts an, weil jetzt habe ich die ganze Zeit die linke Seite gemacht. Und ja, also wichtig, ne? Umso höher hier du kommst, desto mehr wird dein Schulterblatt auch nochmal angehoben. Kannst du ausprobieren hier. Da ist auch schon angehoben, aber wenn ich hier weiter hochkomme, hebt sich's noch mehr ab. Und an, sozusagen. Ja? Ja. Und dann legen wir jetzt los. 30 Sekunden auf der einen. Ich sage dann Wechsel an und halte ich bereit. Und zack, also hier. Zack, zack. Bum, bum, bum. Schulter schön hier rein rotieren und ich muss mal gucken. Ah, ist noch ein bisschen. Und noch einmal. Jetzt wechseln wir. Schön rein, Schulter nach hinten. Der Arm kommt hier mit rum, wieder rein. Und zack, 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 zack. Zack, 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 bam, 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 bam und bam, bam. So, Wahnsinn. Das fühlt sich richtig, richtig gut an. Also hier merkst du das, vor allem natürlich unter dem Schulterblatt merkst du das jetzt. Wenn du da ein bisschen verklebt bist, wirst du es besonders merken. Und wenn du morgen, übermorgen, dass auch ein bisschen dein Körper mit Schmerz drauf reagiert, das ist nicht dramatisch. Das ist einfach ein Zeichen, dass du da extrem Bedarf hast, was für deinen unteren Schulterblattbereich, die ganze fasziale Struktur, ganze Muskulatur, ist natürlich immer mit dabei, einfach lockerer wieder zu machen. Und dann ist dein Schulterblatt schön beweglich, wirkt sich positiv auf deine Schulter aus, auf deine Brustwirbelsäule aus.
Also du kannst zum Beispiel deinen Arm hier dann besser auch hochstrecken nach hinten. Die Beweglichkeit hier ist dann auch viel, viel besser. Und der gesamte Druck auf deinen Brustkorb ist weniger. Und das sorgt auch dafür, dass du einfach wieder tiefer atmen kannst. Also das hängt alles miteinander zusammen und beeinflusst sich sehr, sehr positiv. Gut, das war's dann für heute. Dann würde ich mich freuen, wenn du mir hier dicken fetten Daumen nach oben machst, diesen Kanal unbedingt abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast und zum ersten Mal hier drauf bist, weil du jede Woche super geniale Übungen an die Hand bekommst, die dein Leben bereichern werden. Das ist definitiv so. Und ja, was ich jetzt mal noch mache, ich packe mal von meinem Kumpel, was ich heute Morgen bekommen habe, per Video, packe ich jetzt einfach mal hier hinten mit dran. Und dann kannst du es einfach auch nochmal anschauen und dann weißt du, was er erlebt hat sozusagen und wie es ihm jetzt geht. Und wenn du das auch möchtest, wenn du auch mehr Lebensqualität mit einer gezielten Anleitung haben möchtest, mit meiner Unterstützung, dann empfehle ich dir Remove Your Body. Da packe ich dann auch nochmal mit dem Link mit rein. Und der Vorteil ist, wenn du Remove Your Body holst, da hast du auch mein Schulterprogramm mit dabei. Also du hast in Remove Your Body, das ist ja meine Komplettlösung, hast du alles drin, was du brauchst, um mehr Lebensqualität zu erreichen. Du hast meine Unterprogramme noch alle dabei, also Remove Your Back, Vagus Nerve Release. Und, aber das ist nicht der Grund, warum du dir Remove Your Body holen solltest, sondern es ist eine gezielte Anleitung. Die ersten 6 Wochen wirst du geführt. Es schaltet sich erst von Woche zu Woche quasi frei. Das hat einen Grund, damit du nichts auslässt, damit du nicht vorbrechst, damit du gezielt die Schlüsselstellen von deinem Körper bearbeitest. So, das reicht jetzt. Dann schau dir jetzt noch an, was mein Kumpel zu sagen hat. Und ja, dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Ciao, dein Tobias. Hey Tobias, ich grüße dich. Heute würde ich dir einfach mit dem Video mal herzlich Danke sagen. Danke für das, was du mit deinem Faszientraining, mit deinen Übungen bei mir erreicht hast. Wie du weißt, hatte ich vor knapp 10 Wochen ja einen Bandscheibenvorfall. Eigentlich waren es genau genommen 3 Bandscheibenvorfälle im Lendenwirbelbereich mit einem entsprechenden Schmerzpotenzial. Also das war schon echt unangenehm. Am Anfang hat mir die Ärztin Physiotherapie aufgeschrieben. Das habe ich natürlich auch durchgeführt, aber ja, war halt nicht so das Ergebnis und ich wurde auch längst nicht schmerzfrei. Dann hast du mich beraten mit deinem Programm Remove Your Body und ich habe gesagt, okay, ich vertraue dir, ich probiere das, ich teste das aus. Nach gut 2 Wochen Übung habe ich erste wahnsinnige Erfolge zu verzeichnen gehabt. Ich war, ja, ich will nicht sagen schmerzfrei, aber es war wesentlich besser. Ich war viel beweglicher und konnte viel besser mit der Krankheit, mit den Bandscheibenvorfällen umgehen. Und nach guten 6 Wochen hast du es wirklich geschafft, mich schmerzfrei zu bekommen. Schmerzfrei und vor allen Dingen, ich bin wieder viel beweglicher, ich bin viel, viel freier, beweglicher, ich kann mich wieder bewegen. Ich würde es dir gerne demonstrieren. Ich konnte am Anfang mich so weit runter bewegen, dann war Schluss, weil ich vor lauter Schmerzen einfach nicht weitergekommen bin. Wenn ich jetzt nach dem Faszientraining, guck dir das an, man sieht mich gar nicht mehr. So weit runter komme ich. Also, das ist echt der Hammer. Ich bin dir mega dankbar dafür. Nach 6 Wochen so ein Erfolg mit, ja, ich will ja fast mal sagen, so einfachen Übungen, 20 Minuten, 30 Minuten am Tag zu opfern und dann wieder Lebensqualität, so wie du es immer so schön sagst in deinen Videos, zu erzielen. Es hat funktioniert. Dafür würde ich dir einfach heute mal Danke sagen. Bin super froh, super glücklich, dass ich jetzt mich viel besser bewegen kann, wieder schmerzfrei bin. Werde natürlich alle Übungen, die ich gelernt habe, weiter durchführen. Um auch in Zukunft das, was ich mir jetzt aufgebaut habe, zu erhalten. Also herzlichen Dank, Tobias. Nimm mich gerne als Referenz, teile das Video gerne auf deinem Kanal oder auf deiner Internetseite, deinefazien.de. Und wir bleiben in Kontakt. Danke, bis bald, Daniel.